Gut, ihr lieben Makerlei. Ja, es ist soweit. Wir haben heute wieder eine Makorama-Box für euch. Das ist jetzt die Box aus dem Juli, also nicht die aus dem August. Hellsehen tun wir nicht, also ich schon, aber ihr nicht. Und packen wir einfach mal aus und gucken mal, was da drin ist. Ah, ja. Ich sag euch, es ist heute so unendlich heiß. Holla die Waldfee. Also zum einen der Flyer. Da ist diesmal eine richtig schöne Card, ein Cardholder drin von Tony D. Also als Objekt zum Drucken, nicht ausgedruckt. Nochmal Sticker, Lutscher. Und dann kommt auch schon gleich das erste richtig geile sommerliche Filament. Und zwar das Form Futura Premium ABS in Neongelb. Oder wie heißt das hier richtig? Ja, Neongelb, genau. Richtig geile Farbe. Also, ja. Einfach eine richtig geile Farbe, finde ich. Da werde ich mir vielleicht mal irgendwann noch mal privat eine Rolle oder zwei bestellen und damit mal im Voron drucken. Dann noch ein passendes, eine andere Farbe dazu, so ein, was weiß ich, so ein Lila oder ein richtig knalliges Cyan oder so in Richtung. Das kommt bestimmt ganz gut für ein Voron oder so. Für so ein Voron Zero oder so. Echt geile Farbe. Genau. Dann. Ich weiß, ihr würdet euch das wahrscheinlich so erstmal nie aktiv kaufen, aber hier könnt ihr es mal testen. Das ist ein PLA Active von Kappa 3D in Blau. Passt auch übrigens, finde ich, mega geil zu, in der Kombination Blau und Neongelb zu dem ABS. Wer das nicht kennt, das PLA Active ist ein Kompositmaterial, was ein Kupfer eingewebt hat, so sagt es der Hersteller. Was dann auch eine antibakterielle Wirkung hat. Das heißt also, es ist auch wirklich empfohlen von denen, oder der Hauptanwendungszweck sind medizinische Zwecke, sprich für Schienen, also Armschienen oder Beinschienen oder sowas in Richtung, aber auch aktueller Anlass für die Covid-Maske. Das heißt also, da könnt ihr quasi aktiv wirklich, deswegen heißt das ja auch PLA Active, aktiv gegen Bakterien und sowas vorgehen. Ja, gerade wenn ihr das Ding immer die ganze Zeit auf der Schnute sitzen habt und dann da reinsabbert, ist nicht gerade lecker, aber das soll so ein bisschen dagegen wirken. Ist, finde ich, ganz cool. Dann haben wir wieder was von Redline, von Robert. Und zwar ein Glitzer PLA in Ockergelb. Die Farbe, ja, die kommt jetzt hier nicht so gut rüber bei dem Licht, aber ist auch eine coole Farbe. Ist, ich glaube, Form Futura nennt das Ganze Champagner Gold. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und dann haben wir noch was Metallisches, und zwar ein PETG von Extruder, und zwar ein Kupfer-PETG, hatten wir auch noch nicht, glaube ich, in der Box gehabt. Ist auch mega cool. Wir hatten schon mal das Glow in the Dark X, aber noch nicht das Kupfer. Und ich glaube, das ist so an sich auch eigentlich eine recht coole Kombination. Da kann man sich schon ein bisschen was hier von diesem Cardholder entsprechend Farbkombinationen drucken, die auch ganz gut zusammenpassen, auch ein bisschen sommerlich sind oder auch ein bisschen gedeckter sind für den Herbst, der ja bald kommt, ist, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Tja, Süßkram und einen Sticker kriegt ihr natürlich auch dazu. Übrigens, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesem Sticker haltet, I just print everything. I just print everything. Ob ihr das Motiv cool findet, ob ihr es gerne mal auf dem T-Shirt sehen würdet, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gibt. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und morgen wieder mit dabei seid, da basteln wir wieder am Totolino-Drucker weiter. In diesem Sinne, bleibt gesund. Happy Printing!